Hier so eine schöne Aussicht. Na, no, Scooby. Flame Chat for the win. Du könntest mich nicht mehr auffallen. Oder hinten ist noch ein Boss. Na, das ist der letzte Boss. Wir müssen zuerst hier lang. Sonnenuntergang ist doch schön. Bam, 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 bam. Dann kriegt echt ziemlich krassen Damage hier. Ja. Na, ja, ziemlich hart die Inis. Oh,
Die komischen Gnome sind auch echt überall. Na, let's go for the boss. Den Dampfhammer. Dampfhammer. Tiefer. Das ist so ein Checker, der auf Parkplätzen so ein getuntes Auto zeigt. Ja. Ich hab den auf 100 PS hochgetaktet. Und auf 100 mm tiefer gelegt. Da geht es ja Fetzer. Alter Schwede, ist das ein Knaller. Hat wohl jeder sich angeguckt. Geht doch wieder zurück, oder? Jep. Das ist korrekt. Die Droide ist abgestürzt. Dum-dum-dum. Ich fass es nicht. Oh mein Gott. Was fass du nicht? Ist der so wieder abgeschissen? Auch für mich kam es überraschend. Für mich kam es ganz anders überraschend. Usch. Warum ist das schon die ganze Zeit? Wann kommt der hier? Wann kommt der hier? Die ganze Zeit einen anderen hier probiert, aber irgendwie ging er nicht. Da kann es meist schon vorbei sein. Ja, Noob, geh noch rückwärts. Code is flaming. Zick. Du musst wissen, ich habe mich normalerweise auch im Griff. Aber. Das ist so. Ja. Ah, gibt ganz schön viel Erfahrung, die 130k. Puh. Stufe 72 ist sick. Reicht der Name? Jupp. Yep.
Reflektiert ihr der Arsch? Kuschen juckt sich einfach skrupellos selbst. Boah. Flug geht weiter. Die Botaniker. Macht schon was gefasst. Du. Ich finde witzig, dass in Burning Crusade in jedem Gebiet irgendwie so ein World PvP ist. Hier das. Dann diese komischen Dinger. Hellfeuer. Halbinsel. Tangermarsch hat das ja auch. Nahgrand und Hala. Nur Netherstorm, Schattenmond, Tal und Shergrad haben nichts. Obwohl, Shergrad hat diesen Zirkel. Natürlich kein richtiges World PvP. Ah, Skedis gibt's ja auch noch, aber das war auch irgendwie was anderes. Schön, diese Hütten sind. Diese Baumhäuser.